Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute geht es um das Thema Selbstverletzung, Ritzen, sich selbst wehtun. Es ist ein sehr unangenehmes Thema, aber ich möchte gerne darüber sprechen, weil ich aktuell eine Mutter bei mir im Coaching habe, die das Problem hat mit ihrem 12-jährigen Sohn, der sich ritzt. Und diese Mutter leidet, dass mir das Herz wehtut. Ich bin selber Mutter und kann mir vorstellen, wie schmerzhaft das ist, zu sehen, dass das eigene Kind leidet und man nicht weiß, wie man dem Kind helfen kann. Ich habe auch eine gute Freundin, die auch eine Zuschauerin ist, die sich früher geritzt hat, als sie noch etwas jünger war. Und ich habe sie befragt, sie ist jetzt über 40, warum sie das gemacht hat und was ihr geholfen hat, da rauszukommen. Und auch mit meinem eigenen Wissen möchte ich das Thema ein bisschen jetzt hier auf YouTube verbreiten und auch gerade den Menschen helfen, die sich selber ritzen, die sich selbst verletzen, die Schuld und die Scham von sich zu nehmen. Weil Menschen, die das machen, tragen oft eine ganz, ganz große Scham mit sich, weil sie denken, ich bin schuldig, warum mache ich das, warum tue ich das? Sie verletzen sich körperlich, indem sie sich wehtun und verletzen sich dann nochmal emotional, psychisch, mit Worten, dass sie sich selbst fertig machen, warum tue ich das, warum habe ich das gemacht? Dieses Ritzen ist ein Reaktionsmuster vom Körper, um die schweren emotionalen Belastungen irgendwie damit klarzukommen. Also du tust das nicht, weil du dumm bist. Du tust das nicht, weil du ein schlechter Mensch bist. Und wenn dein Kind das macht, tut es das nicht, weil du eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater bist. Das sollten wir alles außen vor lassen. Also keine Schuldigen suchen und niemandem die Schuld geben. Wir haben hier ein Thema und möchten mit Liebe auf dieses Thema hinschauen, damit der Mensch, egal ob das jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsener ist, sich selbst reflektieren kann und vielleicht eine Lösung findet, mit diesem Kreislauf, mit diesem Strudel, mit diesem so schlimmen Strudel aufhören zu können. Und Menschen können nicht aufhören, weil es ist wie so eine Sucht, sich zu betäuben von dem, was ist. Es ist oft so eine emotionale, schwere Belastung, Das Kind oder auch der Erwachsene fühlt sich nicht gesehen. Es hat das Gefühl, alleine zu sein. Es hat das Gefühl, nicht verstanden zu sein. Und natürlich hat das auch eine Ursache. Da muss jemand im Umfeld sein, der diesen Menschen tatsächlich nicht versteht und nicht sehen kann, nicht verstehen kann, weil dieser Mensch, dein Vater, deine Mutter, wer auch immer, selber ein verletztes Kind ist. Deshalb die Mutter, die bei mir ist, wir arbeiten auch an ihren Themen. Natürlich sind auch in ihrem Feld Themen und auch bei ihrem Mann sind Themen. Zufälligerweise hat ihr Mann sich früher auch geritzt. Warum? Weil wenn wir verletzt werden oder erniedrigt werden von unseren Eltern, wissen wir nicht, wie wir emotional intelligent damit umgehen können. Wir lernen in der Schule nicht, wie wir intelligent mit unseren Emotionen klarkommen können, wie wir sie verarbeiten können. Es wird einfach abgespalten oder unterdrückt. Und für das Kind ist es ein innerer Kampf. Es ist eine unglaublich große Belastung, wenn es von Eltern erniedrigt wird oder wenn es nicht verstanden wird, wenn es Dinge nicht verarbeiten kann emotional. Es ist so eine starke Belastung. Man kann es als Außenstehender nicht sehen. Das Kind oder der Erwachsene sieht völlig normal aus. Derjenige, der darunter leidet, der lächelt dich an, ist total hilfsbereit, ist total freundlich, vielleicht sogar auch erfolgreich. Man sieht der Person das nicht an. Deswegen sage ich immer, seid freundlich zu euren Mitmenschen. Ihr wisst nicht, was sie mit sich tragen, unter was sie zu leiden haben. Dieses Ritzen, ich hoffe, dass ich jetzt nicht genug Leute trigger, weil ich jedes Mal das Wort sage. Ich werde das Wort jetzt nicht mehr benutzen. Warum macht man so etwas? Warum verletzt man sich selbst? Es kann mangelndes Selbstwertgefühl sein. Und dieses mangelnde Selbstwertgefühl wird oft leider auch von den Eltern übertragen. Wenn sie in sich selbst keinen Wert, sich selbst nicht wertschätzen, dann geben sie diesen Mangel an Wertschätzung an das Kind weiter. Und wenn das Kind damit nicht klarkommt, weil ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, wertschätzt es sich und liebt sich und findet sich toll. Und wenn die Eltern das aber nicht spiegeln können, weil es bei ihnen auch fehlt, dann fängt das Kind an, sich zu betäuben, weil es das gar nicht fühlen möchte. Jetzt in dem Fall bei dieser Mutter ist es so, dass der Vater selber sehr große psychische Probleme hat, die er nicht einsieht und die er nicht versteht und auch nicht und selber depressive Phasen hat, aggressiv ist gegenüber seinem Sohn, ihn wegen der Schule ziemlich erniedrigt, ihn wegen seinem unaufgeräumten Zimmer sehr erniedrigt. Also immer dann, wenn irgendetwas nicht gut läuft, wird das Kind angeschrien und das Kind wird erniedrigt, warum es so dumm ist. Also es werden auch Begriffe benutzt. Es gibt ein Volk. Wenn es einen Baum fällen möchte, dann geht es hin und beschimpft den Baum. Irgendwann stirbt er ab und fällt von alleine ab.
Es ist ein Baum. Wie ist es mit einem Menschen, der mit zu Hause aufwächst, mit Menschen, die ihn ständig erniedrigen und böse Wörter sagen? Diese Eltern tun das nicht absichtlich. Diese Eltern sind selber verletzte Kinder. Wenn sie sich selbst heilen würden, wenn sie die Option bekommen würden oder die Kapazität überhaupt hätten, um bewusst zu werden, sich zu heilen, würden sie das nicht mehr machen. Es geht hier nicht darum, einen Schuldigen zu suchen. Es geht nicht darum, irgendjemanden mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Es geht darum, das Bewusstsein dafür zu öffnen. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich denn tun, wenn ich so etwas erlebe? Ja, wenn ich vielleicht sogar auch als Kind zu Hause mit so einem Elternteil lebe. Meine Mutter kann mich vielleicht in dem Fall gerade nicht schützen, weil der Vater ist einfach so aggressiv. Oder ich bin ein Erwachsener und komme einfach damit nicht klar, weil mein Chef so gemein zu mir ist. Und Chef ist auch oft die Wiederholung des Vaters. Die Menschen, die dir wehtun, die dir emotionale Wunden zufügen, sind oft familiensystemisch einfach nur ein Spiegel aus der Vergangenheit. Von den Menschen, die dir schon mal Leid zugefügt haben. Was kannst du jetzt tun? Was du tun kannst, ist erstmal, dir das erstmal bewusst werden, dass es eine Möglichkeit gibt, da rauszukommen. Dir bewusst werden, dass du nicht alleine bist. Dass das, diese Selbstverletzung, so viele Menschen machen. Und so viele Menschen leiden darunter. So viele Menschen verstecken das. Haben Angst, haben Schamgefühle, haben Schuldgefühle, fühlen sich alleine und fühlen sich nicht gesehen. Und ich sage dir, du bist nicht alleine. Und das Leiden ist begründet. Diese Selbstverletzung ist begründet. Du machst das nicht zum Spaß. Da ist etwas in dir, das so verletzt ist, dass du nicht mehr weißt, wie du damit klarkommen kannst. Mach dir bewusst, dass es die Möglichkeit gibt, dich zu heilen. Der erste Schritt ist, immer bevor du dich selber verletzt, es dir erstmal bewusst zu machen, weil dein Gehirn hat sich daran gewöhnt. Es hat sich daran gewöhnt, immer dann, wenn ich mich verletze, fühle ich danach Erleichterung. Weil der Druck ist so groß, der innere Druck, dass durch diese Selbstverletzung du kannst Dampf ablassen. Ja? Und dein Gehirn braucht jetzt eine Umprogrammierung. Gibt es einen anderen Weg, wie du Dampf ablassen kannst? Gibt es eine Sportart, die du betreiben kannst, zum Beispiel? Ja? Das Beste, was du tun kannst, ist natürlich, dich selber weiterentwickeln, indem du Bücher liest, indem du lernst, wie du emotional intelligent mit deinen Emotionen umgehen kannst, was halt keiner dir beibringt. Und die eine Sache wäre zum Beispiel, wenn du eine innere Leere spürst, eine große, große innere Leere in dir, die zu benennen. So, ich spüre nichts. Ich spüre, mein Herz klopft. In meinem Bauch spüre ich gerade gar nichts. In meiner Blase spüre ich gerade Druck, weil ich mal aufs Klo muss. Das heißt, du gehst auf deinen Körper, nicht auf deinen Körper los, du gehst zurück auf deinen Körper, verbindest dich mit deinem Körper und benennst, was ist. Ich spüre große Trauer, ich spüre großen Hass, weil. Und du benennst das. Wie fühlt sich dieser Hass an? Also du gehst da nicht natürlich auf die Person weiterhin, weil dann brauchen wir wieder eine, wenn wir weggehen vom Gefühl und zu der Person und den Schuldigen suchen, müssen wir uns wieder regulieren, indem man sich zum Beispiel selbst verletzt oder was anderes tut. Wenn wir aber bei dem Gefühl bleiben, hast du die Möglichkeit eventuell, natürlich, je nachdem, was für eine Belastung vorliegt. Es gibt so schwerwiegenden Missbrauch, da kann ich nicht sagen, bleib mit deinem Gefühl. Dann wäre es schon hilfreich, wenn du eine Person hast, der du vertrauen kannst, mit der du darüber sprechen kannst. Wir können immer am besten heilen, wenn da noch ein Körper neben uns ist, also ein menschliches Wesen, das reguliert ist, und das halten kann, was du gerade erzählst. Halten meine ich, dass ich das nicht verneine, dass ich das nicht gut rede, dass ich nicht versuche, ja, aber sei dankbar das, sondern ich höre dir zu und kann es aushalten, was du mir erzählst. Und kann einfach nur für dich da sein. Und du merkst, dass du dich ausschütten kannst, ohne dass ich das bewerte, dass ich einfach nur liebevoll für dich da bin. Da kann schon Heilung beginnen, ob das jetzt ein Coach ist oder ob das ein Therapeut ist. Ist es eine Freundin, ist es eine jemanden, dem du vertrauen kannst, dass es danach keine Konsequenzen gibt. Dann kannst du dich öffnen. Menschen, die sich selbst verletzen, haben in der Regel ein sehr dysreguliertes Nervensystem. Das Nervensystem, also man weiß gar nicht, wohin mit sich selber. Lerne, dich selber zu regulieren, wenn du die Möglichkeit hast. Wie kannst du dich selber regulieren? Im ersten Schritt schon mit der Atmung. Wenn du Atemübungen machst. Weil dann bist du wieder mit dir verbunden. Wenn wir uns selbst verletzen, sind wir nicht mit uns verbunden. Da sind wir abgespalten von unseren Gefühlen. Wir sind ganz woanders. Wenn wir aber in unserem Körper sind und fühlen, was ist, und in die Atmung gehen, ist es der erste Schritt, schon mal ein Stück weit davon wegzukommen.
Und wenn du jetzt mit den Dingen arbeitest und merkst, boah, nach 3 Tagen bin ich wieder zurückgekommen, habe mich selbst verletzt. Keine Schuldgefühle, keine Schamgefühle. Wenn wir von etwas, wenn wir an etwas gewöhnt sind, dann wiederholen wir das natürlich immer wieder, unbewusst. Wir sind Gewohnheitstiere, ihr kennt ja dieses Sprichwort. Sei liebevoll zu dir, sprich liebevoll mit dir. So liebevoll, wie du es gerne hättest, dass jemand mit dir spricht, damit du anfängst, liebevoller zu dir zu sein. Es ist kein einfaches Thema und ich weiß, das ist ein Thema, das sehr triggern kann, ne, wenn es dich selber betrifft und du mir gerade zuhörst. Lass dir von niemandem Schuldgefühle einreden, keine Schamgefühle einreden. Ich kann das auch verstehen, dass man seine Arme versteckt. Ach, ich wollte auf meine Freundin. Ich hatte meine Freundin gefragt, warum hast du das gemacht? Sie hatte großen Druck von ihren Eltern. Es war bei ihr Druck von Eltern, dann von Schule. Sie musste sich allein um ihre Geschwister kümmern. Die Eltern waren ständig am Arbeiten. Die sind morgens um 4 Uhr schon aus dem Haus raus. Im Hochhaus haben sie gelebt, um putzen zu gehen und haben ihr das Frühstück gelassen. Sie musste sich um sich selbst kümmern, alleine zur Schule und alles komplett alleine gemacht. Irgendwann fing sie sich an zu ritzen. Es waren einfach zu viele Druckpunkte in ihrem Leben. Ich hatte sie gefragt, wann hast du aufgehört? Sie hat noch erzählt, dass sie sich immer geschämt hat, immer lange Oberteile, dass es niemand merkt. Aufgehört hat es, als ihr Vater sie gesehen hatte. Er hat irgendwann durch Zufall ist ihr Arm, ihr Pullover hoch und er hatte die Sachen gesehen, ihr verletzten Arm, und hat sie zu einem Psychologen mitgenommen. Und sie meinte, das Gefühl, dass mein Vater mich nicht verurteilt, dass er Angst um mich hat, dass er mich zum Psychologen nimmt, hat ihr so viel Aufmerksamkeit gegeben, dass sie aufgehört hat. Der Psychologe an sich hat, ich will nicht sagen, er hat ihr nicht geholfen, auch er hat geholfen, ne? Weil ein Psychologe ist ja immer da. In der Regel sollte das sein. Der beurteilt dich nicht, er verurteilt dich nicht, er hört dir zu. Und er hatte sie auch darin bestätigt, dass sie einfach zu viel Stress hat, zu viel Druck hat im Außen. Deswegen der Druckausgleich dann, indem sie diese Selbstverletzung vornimmt. Aber allein, dass ihr Vater so fertig war und so traurig war und so entsetzt war und ihr helfen wollte, das war der Punkt, wo sie dann damit aufhören konnte. Wenn es jetzt bei dir keinen Vater mehr gibt oder der Vater oder die Mutter immer noch sehr gemein zu dir sind, wie kannst du dich davon befreien, gemein zu dir selber zu sein? Wie kannst du dafür sorgen, Schritt für Schritt immer netter zu dir zu sein? Und die Gefühle, die du bekommen hast von deinen Eltern, Schuld, Scham, Wertlosigkeit, dass du dumm bist, dass du was weiß ich was bist, kannst du diese Gefühle zurückgeben, in voller Liebe, in Gedanken, sagen, das gehört nicht zu mir und es dient mir nicht. Ihr dürft das für euch zurücknehmen. Es ist nicht mein Thema, das ich zu heilen habe. Es ist eures. Ihr dürft es haben. Und anfangen, Tag für Tag zu gucken, was kann ich für mich Gutes tun. Und wenn du wieder getriggert wirst und wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt kommt es wieder, beobachte, was kommt da, das dich triggert, dass du dich selbst verletzt. Was ist das für ein Gefühl? Muss irgendeine Emotion dahinter stecken, die du nicht fühlen willst oder kannst. Bitte deine spirituellen Helfer, bitte Gott darum, wenn du an Gott glaubst, dass er dir die Kraft gibt, dass du diese Emotion halten kannst. Du kannst es. Und bitte Gott, wenn du merkst, ich kann es doch nicht, dass er dir jemanden schickt, der mit dir gemeinsam diese Emotion halten kann. Und dann wirst du überm Berg sein und dann wirst du, wenn du es für dich heilen konntest, anderen Menschen helfen, da rauszukommen. Wer von euch von mir begleitet werden möchte, unten ist ein Link. Du kannst mir sehr gerne schreiben und wir können telefonieren und schauen, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Liebe, ganz viel Selbstwertschätzung, denn du bist wertvoll, egal was in deinem Leben ist. Alles Liebe.